Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir haben jetzt einen langen, harten Kampf vor uns, den ich hoffentlich gewinnen werde. Ich bin gespannt. Können eigentlich trotzdem auch noch Spaß, deshalb mal Pumpen auswählen. So war das nicht geplant, aber ich wollte auch einfach zielen. Kann ich die eigentlich blocken? Ja. Das ist gut zu wissen. Na, und greift die nicht an? Was ist denn mit denen los? Ist gerade irgendein Bug oder so? Ich meine, es ist nicht schlimm, weil dann sind die erstmal kurz weg, die Hunde. Das scheint mir irgendein Bug zu sein. Krass. Okay. Ich glaube, ich war halt außerhalb ihres Angriffsbereichs und die haben es aber irgendwie nicht richtig gerafft, wieder zurückzugehen. Und deswegen haben die nicht mehr angegriffen, sind aber einfach hier geblieben. Wisst ihr was? Da speichern wir jetzt einfach nochmal. Was ist das für ein Rumgeschrei? Das sind, glaube ich, die Banditen, oder? Ach. Oh, ey! Warum lassen die mich denn nicht zielen? Jetzt, Mann, ich sag ja mal, in der mittleren Maustaste stimmt irgendwas nicht. Wo schießt das denn hin? Ja, ziemlich viele, aber sie bietet einfach immer wieder hierhin zurück. Die sieht ja im Match schon keinen Bock mehr. Ja, schade, es sind schon wieder diese Fetten dabei, die ich nicht einfach. Oh, ey, du bist so dran. Du bist so dran. Schissenen Bogenschützen, ne. Was war das denn schon wieder? So, machen wir mal den hier Platz. Na, den hier. Scheiße. Ach, wir haben ja weiße Hunde schon ausgewählt. Moment. Er kann halt nicht in Ruhe kämpfen, solange so ein beschissener Bogenschütze dabei ist. So, jetzt können wir wieder ein bisschen zurückziehen. Wir können hier in Ruhe kämpfen. Es wäre auch nicht schlimm, den Kampf erstmal so kurz zu verlassen, weil wir haben keine Schwalbe mehr zum Beispiel. Schön, dass er mich noch trifft. Oh, in den Bauch, ai, ai, ai.
So, jetzt machen wir erstmal Pause, um unsere Tränke aufzufüllen und zu speichern. Und dann räuchern wir diese ganze verfluchte Hansebande, oder wie ich sie gerne nenne, die Zwiebeltruppe. Die löschen wir dann schön aus. Hallo. Oh, Plätze wird auch angegriffen, aber das ist unsterblich. Der ist eigentlich mächtiger als ich. So, jetzt nehmen wir mal den Absurd, pennen eine Stunde und dann geht's weiter. Also wir pennen nicht, wir meditieren. So. Wir haben auch einfach gewartet die ganze Zeit. Speichern und weiter geht's. Ach Moment, wir können natürlich nochmal unser Öl nehmen. Ist auch geil, dass es irgendwie halt anscheinend unendlich oft benutzbar ist. Also muss er anscheinend nicht viel erst wieder auffüllen. Mit irgendwas. So. Ah, da kommen schon wieder welche, okay. Komm her. Hallo, aufspießen! Ach, dann halt so. Ah, direkt getötet, nice. Sehr gut. Merkt man auf jeden Fall das Öl. So, wir sammeln mal ein bisschen Essen nebenbei ein, weil... Auch wenn es vielleicht nur beschissene Zwiebeln sind. Wir verbrauchen gerade sehr viel Nahrung. Nicht, dass ich dann wieder an dem Punkt bin und sage, fuck, wir haben nichts zu essen mehr. Das ist immer unangenehm. Also wir haben auf jeden Fall... Wäre geil, wenn es hier so einen Counter gäbe, dass man sehen könnte, wie viel man quasi gerade platt gemacht hat, weil... Da ist doch noch einer. Jetzt hat er mich gesehen. Bogenschütze. Würde dir leider im Nahkampf nicht so viel bringen, Fräulein. Mach's gut. Also ich weiß nicht, wie viele davon noch sind, aber ich glaube, hier in dem Areal haben wir einen Großteil schon platt gemacht. Na komm. Schnappt euch die Kurtisanenbrut. Welche Kurtisanenbrut? Ich bin ein Hexer. Ich glaube, der Hund ist wieder außerhalb seines Angriffsbereichs. Ja. Die anderen ziehen sich auch schon zurück. Wieso habe ich denn schon wieder nur halb voll Energie? Ich verstehe das nicht. Was ist denn da los? Ach Moment, wir können doch... Ha! Der eine ist gestorben, also da kann er nicht mehr wirklich viel Energie gehabt haben. Und plötzlich dreht weiter durch. Verblutet oder irgend sowas. Oh, er langweilt sich. Na dann. Wollen wir ihm mal helfen, dass ihn nicht mehr ganz so langweilt. Wobei, der Tod kann auch langweilig sein, denke ich. Okay, wir haben jetzt bestimmt noch nicht alle platt gemacht. Ich sehe auch noch jemanden auf der Karte da. Aber ich werde jetzt auch nicht penibel halt jeden Überrest durchsuchen. Aber alle, die ich gerade so auf dem Weg habe. Läuft doch gut. Und vor allem, es läuft nicht nur gut. Es macht auch mega Spaß, die alle abzumetzeln und man muss ja trotzdem schlau und taktisch kämpfen, sonst wäre er schon 300 mal gestorben. Da kackt mir aufs Grab, also muss mich erstmal umbringen, Idiot. Ganz ruhig, kein Grund zur Aufregung. Hat leider den falschen erwischt, ich wollte eigentlich den fetten hier nehmen. Genau dahin soll das gehen. Das Schöne ist dann nämlich, dass die anderen erstmal beschäftigt sind und wir uns um den hier kümmern können. Und wieder eine. Wie viel waren es? 4 oder 5 platt gemacht? Halt. Die Krone nehme ich dann doch noch mit.
Na, jetzt habe ich den Zwirn mitgenommen, egal. Hundeteig. Damit reibe ich mich am liebsten ein. Es ist wirklich nicht. Das ist die Zwiebelbande, was soll ich sagen? So wie verdammte Zwiebeln, wie die alle mit haben. Manchmal auch gegrilltes Fleisch, aber selten. Hier sind echt verdammt viele, ey. Das ist krass. Du hast mir einen Schluck auf angehängt. So, wieder einer weniger. Kommt her. Oh. Oh krass, wenn man die Hunde kontert, dann macht Geralt auch direkt mal selber einen Schlag, oder was? So. Die ziehen so scheiße viel ab, das ist unglaublich. Wahrscheinlich ignorieren die Rüstung oder irgendwie sowas. Anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären, warum die immer so viel abziehen. Ich meine, die fressen halt auch viel, weil ist das ein Ausgleich, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir so krass viele platt gemacht und es werden halt wahrscheinlich trotzdem noch super viele drin sein. Ich habe leider kein Licht an, deswegen sehe ich gar nicht, wie lange ich schon spiele. So. Die Ruinen haben die also gemeint in diesem Brief oder den Befehlen. Oh, guckt euch an, wie viele da noch drin sind. Ach du Scheiße! Also wir haben schon mindestens 20 platt gemacht. Schnappt euch die Kurtisanenbrut! Bin kein Kurtisane, wie oft denn noch? Komm her, dich allein. Oh, da kommt noch einer. Ja, ich wollte eigentlich ihn aufstechen, aber... Das war ein direkter Tod, nice. Aber der liegt ja immer noch da und ist nicht tot. Warte, ich helfe dir. Ja. Die nerven richtig, weil man die immer nur zweimal angreifen kann und dann blocken sie halt einfach. Egal was man macht. Das nervt immer ein bisschen. Ich überlege, es sind so viele Leute da drin. Ich glaube, es wäre ganz schlau, wenn wir erstmal ein Stündlein nächtigen und weil es dann gleich Nacht wird, nehmen wir mal etwas länger als eine Stunde. Was ist denn jetzt los? Ach so! Ja, das macht nichts. Dann machen wir die zwei halt jetzt noch. Nachtblatt. Au. Oh, sie sollte doch einfach noch. Na egal. So. Mal gucken, ob es jetzt nochmal passiert. Ja, es kommt noch ein Hund. Hund auch tot? Ja. Gut, jetzt vielleicht. Können wir jetzt in Ruhe meditieren? Das ist das Signalfeuer. Sieht so aus. Oh, hatte ich mich. Ja, ich bin da halt. Ach, es kommt schon wieder einer. Ist doch immer noch nicht so spät. Wo kommen die denn jetzt alle her? Aber wie gesagt, macht nichts. Es ist ja schon fast wieder hell. Und so kommen die halt einer nach. Also kommt immer eine Gruppe halt. Und ich muss nicht alle auf einmal besiegen. Ist auch nicht schlecht. Ich sehe halt nur gerade noch nicht so viel. Eigentlich sehe ich quasi fast gar nichts. Oh, die mit ihren scheiß Bogenschützen. Geil, wie sie gerade zweimal ihren eigenen Mann getroffen haben. Au. Mund halten und kämpfen. Na, bleibt er mal ein bisschen länger liegen. Auch okay. Immer noch nicht, wo ist er denn da? So, war ein bisschen daneben. Ah, direkter Tod, nice. Auch daneben, was ist denn los mit der? Besoffen oder was? Wie gezecht oder wie?
So, wieder einer weniger. Und es werden immer noch super viele da drin sein, da bin ich mir so sicher. Leinen. Aha, das ist wohl der Schneider gewesen. Es sind auch noch viele drin. Ich bin ja mal gespannt, ob irgendwas Besonderes passiert, wenn man das wirklich geschafft hat, das Ding hier zu klären, weil es sind ja echt super viele, die man platt macht. Alleine. Alter, es müsste sich eigentlich so krass rumsprechen, wenn ich das geschafft habe. Dass in Zukunft alle so fetten Respekt und Angst haben. Oder die Geschichte halt so unglaubwürdig krass ist, dass niemand glaubt, dass es wirklich so war. Das kann natürlich auch sein. Glaubst du, so viele sind es jetzt zumindest hier. Au. Oh. Hier drin jetzt gar nicht mehr, vielleicht. Auf der anderen Seite dann. Oh, wieder ein direkter Tod. Nice. So. Gut, hier scheint jetzt schon wieder keiner mehr zu sein. Boah, hier liegen bestimmt, also nicht überall, aber viele wertvolle Sachen drin, weil es ist halt schon ein großes Gebiet, was auch gut geschützt ist. So, ein Trottel, habt ihr das gesehen, wie er so quasi ein bisschen gepostet hat und deswegen nicht gekämpft hat, und dann mache ich einen Schlag und habe das Glück, dass es einfach wieder ein direkter Tod ist. So geil. Wird auch langsam hell. Schnaps und den ganzen Schrott könnt ihr behalten, war nicht unbedingt. Wobei, das könnte auch Schnaps sein, mit dem ich meine Tränke auffüllen kann. Und den Kräuterschnaps haben wir ja auch teilweise für irgendwas gebraucht, glaube ich. Das ist das Signalfeuer, ist aber egal, weil. Ist hier eigentlich noch irgendwas Interessantes? Ja, das machen wir dann sowieso. Na, hier wird es nicht weiter. Also wird es nicht lange weitergehen in dem Sumpfgebiet. Da kommt wieder. Hier sind Drachen. Jennifer wird es nicht so gut finden, wenn ich jetzt weitergehe. Ich habe mir in die Hosen gemacht. Sorry. Hier war mal ein Zelt oder so. Ah, ich hatte schon wieder Ertrunkene. Kein Bock. Stimmt, die werden ja bestimmt auch ab und zu immer von Ertrunkenen angegriffen, wenn die hier direkt in dem Moor sind. Die einzigen neuen Rezepte, die man zu finden scheint, sind immer irgendwelche Färbemittel. So scheint es zumindest. Ein Kolkenzieher, wahrscheinlich ein Instrument, was hier viel und oft gebraucht wird in Toussaint. Bei den ganzen Weinanbaugebieten. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Im Großen und Ganzen. Hier in dem Gebiet. Dann schauen wir mal auf die andere Seite, würde ich sagen. Halt, hier ist noch was. Ne, Moment, hier oben ist doch noch so ein Hammerteil. Hier. Na? Gegenstände wurden aufgewertet und mir fällt gerade ein, wir könnten nochmal unser Öl nehmen. So. Weil ja doch der ein oder andere Kampf bestimmt auf der anderen Seite auf uns wartet. Sehr schön. Jetzt sind wir gut ausgerüstet. Das hier war quasi die Schmiedegegend. Haben sie einfach so frech die Ruine hier entweiht. Was ist das? An alle Mitglieder der Kaufmannsgilde von Toussaint. Der Hexer Geralt von Riva hat sich am Führungspersonal der Böttchergilde versündigt. Als unseren. Was?
Als unseren Interessen schädliche Person hat er alle Anrechte auf Rabatte und Sonderangebote verwirkt. Eigentlich verdient er einen kompletten Boykott, aber Geld ist Geld. Wer Geschäfte mit ihm machen muss, das soll ihn wenigstens spüren lassen, wie sehr es schmerzt, sich unsere Gilde zum Feind zu machen. Heulen soll er, wenn er die Börse zücken muss. Was? Was ist denn hier passiert? Hat sich am Führungspersonal der Böttcher-Gilde versündigt? Was habe ich denn gemacht? Weil ich den Basilisken nicht umgebracht habe? Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Notizen eines Hanse-Anführers. Es lief alles wie geschmiert. Bartholomä de Launauf erwies sich wie erwartet als aufgeblasener Trottel. Auch der Hexer ist uns schnurstracks in die Falle gegangen, hat sich überschätzt und geglaubt, er käme mit allem zurecht. Zuerst spielten wir die gelangweilten Halunken, die in der Nase bohren und auf ihren Lohn warten. Als der Launay und der Hexer endlich zur Sache kamen, rutschte dem Hexer raus, dass die übrigen Schemas in den Nebelgruben versteckt liegen. Ein gefährlicher Ort. Aber vielleicht finden wir einen sicheren Weg zum Hexerschatz. Bei der Launay hat ein Bolzen von hinten erwischt. Nee, gereicht. Beim Hexer haben wir mehr Ärger erwartet, deswegen stürzten wir uns zu mehreren auf ihn und das war auch gut so, weil er noch recht stark war, auch wenn er gar nicht mehr hochkam. Ich habe die Jungs prüfen lassen, wie viel Schmerz ein Hexer erträgt. Nach dieser harten Arbeit haben sie sich etwas Entspannung verdient. Dann schnappten wir uns das Geld von Delaunay und bald brechen wir zu den Nebelgruben auf, um die kostbaren Schemas aufzutreiben und so teuer wie möglich zu verkaufen. Der Hexer und der Schmied hatten beide fürchterliches Pech. Nebelgruben. Komischer Name für ein Höhlensystem. Das sollte ich mir mal ansehen. Möchte wissen, ob die Banditen den Schatz aus der Höhle geholt haben. Sehr schön, haben wir sogar noch ein Schatzsuche-Quest weiter geführt. So, ich glaube, wir müssen noch weiter nach oben. Es zeigt ja nach oben, oder? Das Symbol. Organisationsplan von Anton Sternling Straggens Hanse. Gibt auf jeden Fall mehrere. Da hoch müssen wir. Mehrere Hanse-Gebiete und Anführer. Nö, komm, wir gehen erstmal hoch und schauen uns dann da unten noch rum. Aber ich glaube, ist eh niemand mehr. Wenn wir jetzt das Gebiet hier klären können, dann war's das wohl mit Gegnern. Hier oben ist noch jemand. Ach so, das ist doch der Anführer. Also der Anführer, oder? Aber alleine hat er logischerweise keine Chance. Okay. Ja, du bist alleine, Junge, du bist alleine. Kann eh immer nur zweimal angreifen, also eh fast tot. Au. Au. Mein Schwert muss mal repariert werden, wie es aussieht. Tja, tut mir leid, du hast nicht gerafft, dass unten der fette Kampf los war, weil du dann einfach taub bist oder gependet oder besoffen warst. Ich weiß es nicht. Und jetzt hast du halt alleine kämpfen müssen. Sorry. Wir müssen mal irgendein Schwert reparieren. Genau. Minus 73. Böse, böse. Gesellen, Waffenreparaturset 40%. Wie viel haben wir? 50%. Das würde nicht voll reichen. 15. 90. Ja, nehmen wir 90. So. Moment, wie sieht's mit dem anderen aus? Okay. Oh, minus 21, sagt mir das doch. Minus, aber da haben wir auch nur die krassen Sachen. Das ist natürlich blöd, aber da haben wir so viel. Und die gibt's ja auch oft zu kaufen irgendwie. Deswegen mache ich mir da erstmal keine Gedanken. Okay. Sehr schön, dann wollen wir mal... Ach, das war's schon, denn wir mussten einfach nur den Typ da platt machen. Ich dachte, wir müssen noch irgendeine Truhe oder so aufmachen. War es jetzt der Anführer? Der Anführer? Also ist es jetzt der große Chef gewesen von der Hanse-Bande? Ja, oder? Also wenn ich das richtig verstanden habe, war das der größte Bandenchef. Es gibt noch andere geben, es gab noch andere Lager, aber dann haben wir jetzt wirklich den obersten Boss platt gemacht. Sehr, sehr schön. Aber das war auch einfacher. Die anderen waren deutlich schwieriger. Also wo wir schon mal waren mit dieser Höhle, die waren halt viel höheres Level, komischerweise. Was merkwürdig ist, wenn der Typ hier wirklich der Chef ist. Ich sehe gerade, wir haben schön überzogen. Anton Sterling Straggens Notizen. Es hat die Atmosphäre sehr entspannt, den silbernen Salamander einzunehmen. Es wurde schon in den Sümpfen besser, da ein Gerüttel
gerüttelt Maß unserer Männer mit Aufträgen ausgezogen ist, aber unsere Hanse ist immer noch so verflucht riesig, dass die Ruinen des Artach-Palasts wie ein verdammter Bazar aussehen. Man kann nicht mal alleine den Darm entleeren und bei diesem feuchten Wetter schreien auch noch meine Knochen Zeter und Mordio. Nicht mal Frauen können mich noch richtig aufwärmen. Ich muss schnell eine Lösung finden, bevor die gute Stimmung nach den letzten Raubzügen abklingt und die Leute wieder biestig werden. Dieser muss es etwas Großes sein. Ich denke immer öfters an dieses Weingut im Süden, Coronata. Das wäre ideal. Ich sollte Kundschafter losschicken und einen großen Überfall planen. Wieso kommen denn hier keine Ritter und machen die platt? Ich verstehe das nicht. Ach, und ich muss noch was mit den Jungs klären. Rund die Hälfte von ihnen findet es neuerdings schick, Tagebuch zu schreiben. Verdammte Bande von Analphabeten. Sie sollten sich in Schwertkampf und Jagd üben, nicht im Schreiben. Ich führe Buch über die Ereignisse, das reicht. Ich werde einen oder zwei dieser Armleuchter auspeitschen und mir mit ihren Tagebüchern das Gesäß wischen. Dann kommt der Rest vielleicht zu Sinnen und befasst sich wieder mit ehrlichem Banditentum. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Schöner Kampf, schöne Folge. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen mit den Kämpfen. Sehr geil.